Ah, hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Es ist der zweite Weihnachtsfeiertag und ich treffe mich jetzt gleich mit den Louis. Die haben heute nämlich Basketball gespielt und gewonnen. Und wir gehen jetzt noch ein bisschen Fotos schießen auf den Erfolg. Und ich dachte mir, ich grabe diese Kamera einfach mal wieder aus. Wenn ich übrigens eins aus den letzten Shootings gelernt habe, der letzten Tage, dann zwiebelmäßig Klamotten anziehen, weil es ist so arschkalt. Das glaubt man gar nicht. Deswegen ziehe ich jetzt T-Shirt, Pulli, Jacke und darüber nochmal eine Jacke. Dann sollte mir warm sein. Außerdem gehen Louis und ich vermutlich wieder ein Eis essen. Erstligist Basketballer hier. Hören Sie mal, junger Mann, das ist eine Einfahrt hier, ne? Ich kann Sie hier auch mal... Digga! Digga! Haben die Leute da... Sag mal, gibt's hier auch Licht in der Kamera hier, Alter? Was ist denn hier los mit der Cam, Junge? Hat die gar keinen Bock mehr auf Auffälligkeit? Guck mal, die erkennt mich. Digga, skü. Moin, mein Süßer. Alles fit? Ja, mit dir. Dachte ich mir gerade... Riecht nach Bockwurst. Nee, hier riecht's nach Bockwurst. Oder? Das ist meine Jacke? Ja, ich habe gerade übelst den Essensgeruch reingezogen. Ich habe es auch gerochen. Ja, eigentlich wollte ich ihn gerade erschrecken, aber er hat schon so gestanden, dass es nicht machbar ist, Alter. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil hier die Fußgänger nicht an mir vorbeikommen. Ja, die haben auch schon gemotzt, deswegen. Es war dann nur dumm, dass ich auch noch so einen dummen Spruch gemacht habe. Ja, vorhin hat mir einer der... Scheiße, Alter. Ja, vorhin bei dem Basketballspiel habe ich ja für Heyka gefilmt. Ja. Übelst das Licht hier, Alter. Sehr geil. Und da hat mir der Gewinner, den kennst du vielleicht auch, wie heißt der, weißt du das? Ich hab's nur kurz in der... Okay, ich werde den Instagram-Namen hier einblenden. Der hat mir sein Worst-Weihnachtsgeschenk ever gegeben. Und zwar ist das hier von einem Spieler, der sich mal, dessen Eltern ihn genauso genannt haben wie Nike, die Schuhe, die Jordans. vom guten Jordan hier. Und der war den... Was ist das hier? Cavaliers. Cavaliers. Das ist so, sozusagen vorne ein LeBron-James-Trikot, weil LeBron James bei den Cavaliers gespielt hat mit der 23. Aber hinten... Ist einfach Jordan drauf. Das ist der größte Fail, den es gibt. Also es ist wirklich. Okay, kann man nur verstehen, wenn man sich wenigstens ein Tüffchen mit Basketball auskennt, oder? Also eigentlich muss man sich noch nicht mal auskennen, um es zu verstehen, aber. Scheiße. Ah, Dirk Nowitzki, der spielt Fußball, ne? Gut, alles klar. Luis, was machen wir denn heute? Krass. Ey, nice Shooting, finde ich gut. Ich hatte ja auch ein paar eine kleine Stärkung mitgebracht. Also für mich habe ich hier Nüsse und guck mal da rechts bei dir in der Junge, der Boy hat an Catering gedacht, Alter. Dominostein, ich werde behindert, ey. Juhu! Geil. Ja, geil, ey. Ja, eigentlich hat er sogar ein richtiges Licht, Alter. 1 Million Lumen, Alter. So. War gerade noch grün, als wir rübergegangen sind, könnte ich schwören. Ich schwöre auf Sparkasse hier. Der gute Louis und ich, wir haben eine richtig geile Stelle gefunden. Mhm. Also eigentlich haben wir die nicht gefunden. Also aber eigentlich weißt, hast du sie entdeckt. Ja, ich möchte das nochmal die Leute hier... Wow, das ist schon nice hier, vielleicht mit diesem Licht, was sich so in der Fuck ja. Der Boden hier, das könnte... Alter, das sieht schon auf der Kamera brutal aus, ey. Ja, hier werden wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen uns ausziehen. Austoben, genau. Oh. Nächste Location, geiles Parkhaus. Hier habe ich auch schon eins nices Kaliber-Video gedreht. Hat er gerade böse geguckt, Alter? Das schaue ich mir in der Zeit nochmal an. Ich habe das Display oben nicht ausgeklappt. Oh, fuck, der weiß abgleich, hängt hier voll hinterher, Alter. Das ist richtig blue. Aber ich glaube, das lasse ich so drin, ne? Das ist irgendwie ein bisschen fancy so. Willkommen im Horror. Alter, ist er. Instagram, falls er das sieht. Ja, du bist eine Inspiration, du hast immer die coolsten Locations. Digga! Digga, hast du dir ein ganzes Wasser gerade gegönnt, Alter? Ich meine, ne? Von nix kommt nix. Aber vor allem, man bestellt ein großes Wasser, habe ich gesagt, okay, kommt ein großes Glas, so wie das hier ungefähr. Nur halt in durchsichtig, nicht in schwarz. Aber ist okay. Wie beendet man ein gutes Fotoshooting? Fotoshooting natürlich bei einer Shisha. Und bei einem großen Wasser.
Ja, Gönner am Start. Wir influencen jetzt noch ein bisschen und dann hauen wir auch nach Hause ab, ne? Auf jeden Fall. Ja, von daher, schau doch mal beim Luis vorbei. Und beim guten Maxi natürlich. Lasst mal ein Like da, ein Abo da. Beim Luis sieht ja eigentlich immer eher so Sachen, die man sich fit und gesund hält und so ein Scheiß. Bei mir halt genau das Gegenteil. Ja, ich meine, am witzigsten ist diese Kombination aus beidem. Von daher. In dem Sinne, Shisha ich mal weiter und er trinkt sein Wasser. Prost. Du musst wieder in die Suppe, oder? Jo. Boah, wie hat er das gemacht? Oh. Endlich aus der Hocke raus, ey. Ich konnte nicht mehr lange in der Hocke sitzen.